Romantisch, fragen, ob Single ist. Sisi ist auch So. hübsch. Weißt du was? Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt und es werden nicht die letzten sein, da bin ich mir sicher. Yay! Zusammengewachsen durch gute Zeit, Nachbarin. Yay! Tratschen. Angst zu geben. Tipps. Mag die Farbe Pink. Sie kommen gut miteinander klar, auf jeden Fall. Gute Freundin, Nachbarin, Schlüsselbesitzerin, absoluter Verehrung. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Was ist sie? Ehrgeizig. Oh, wir können beste Freunde werden. Romantisch. Dann gestehen sich angezogen zu fühlen. Wir sagen ihr, dass wir sie toll finden. Oh, sie macht mit. Nun ist sie weg. Okay. Aber hey, es funktioniert. Gefühle von Cecilia, tiefe Verbundenheit. Cool. Komm, wir fragen sie um eine Verabredung. Und fragen sie da, ob sie unsere Freundin sein möchte. Hihi. So, Essen bestellen. Zum hier essen. Schokobrötchen. Hier sitzen und plaudern. Saba Kannst du dich verpissen? Nirsch. So, nach Lieblingsfarbe fragen. Geschichte erzählen. Lustige Zucchini, Geschichte. Ah, Rishi Pando. Romantisch, Anmachspruch, tiefgründiges Gespräch, Aha. sprunghaft. Sie ist sprunghaft! Wie er zuguckt, was ist los mit ihm? Hallo, bitte. Soup de dips? Yay! Sie ist meine Freundin. Tierfreundin. Na, das ist ja super. Romantisch. Wo ist massieren? Verknallt. Techtelmechtel. Du bist ja einer. Papierblumen. Anlässlich des Feiertags Liebestag hat die Klasse von Helia Papierblumen gebastelt. Der Lehrer hat alle Schüler gebeten, ihre Blumen jemandem Besonderen zu geben. Helia überlegt, wem sie ihre Blumen geben soll. Blumen verschenken, um Tag zu verschönern. Liebestag-Schulparty. In der letzten Woche haben die Kinder ihren jeweiligen Schwarm zur jährlichen Liebestag-Schulparty eingeladen. Es wird Kekse, Punsch, Musik, Geschenkkarten und natürlich lästige Aufpasser geben. Lucretia wurde noch nicht gefragt, da hat sie zwei Möglichkeiten: alleine gehen, jemand Besonderen einladen. Als sie in ihrem Schwarm gefragt habe, ob mit ihr zur Party gehen würde, kam auch schon die Absage. Das Nein kam ihr aus der Pistole geschossen und kurz danach dröhnte ihr das gemeinsame Lachen ihrer Klassenkameraden in den Ohren. Lucrezia versteckt sich die ganze Party über beschämt in der Toilette mit einem Lama-Keks, der köstlich ist, aber die Geschehnisse nicht rückgängig machen kann. Im Kunstunterricht lernt die Klasse von Ameria, wie man Geschenke anfertigt. Nach Amerika. Glitzer, Buntstifte, Papierblüten und flauschige Pfeifenreiniger bereitgelegt hat, setzt sie sich hin und lässt ihre Fantasie freien Lauf. Die Karten sollen auf der anschließenden Feier in der Klasse verteilt und geöffnet werden. Sie müssen also gut werden. Am Ende fallen zwei Themen ein. Witzige oder herzliche? Ach, herzliche. Okay. Eine Verabredung will die Frau mit mir. Oh. Du scheinst dich gut zu amüsieren, Nikos. Dieses Date wird immer besser. Du wächst Gefühle in mir. Oh, wir machen ihr einen Heiratsantrag. Nachdem wir sie leidenschaftlich geküsst haben. Oh. Dabadi.
Yes. Verlobt. Oh mein Gott. Schwer verliebt. Die Sims entwickeln nach einer Weile im selben Beruf oder in derselben Beziehung eine Abneigung dagegen. Sie brauchen länger, um einen Heiratsantrag zu machen, können über ihre Bindungsängste reden. Aber hey, wir sind verlobt. Sie hat es angenommen. Es ist so schön, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Girl, you are awesome. Bergtour, Hochzeit. Ja. Gast. Die blöde Kuh laden wir auch ein. Wie viel haben wir schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wo können wir denn gut heiraten? Da. Da sieht's mir nach Heiraten aus. Es regnet. So, wo ist die Braut? Die Braut, die sich nicht traut. Wo ist sie? Die pennt einfach. So. Let's go. Yay. Ganz romantisch in Regen. Yay! Wie schön! Was eine geile Hochzeit. Erstmal alle machen Nickerchen. Herzlichen Glückwunsch, wollt ihr jetzt zusammenziehen? Nikos? Kriegt 5000 Euro von uns. Baby machen. Direkt mal einweihen hier. Oh. Das erste Mal. Yay. I'm pregnant. Nachbarn hereinbitten. Haushalt. Adoptieren. Katze. Oh mein Gott, wie süß. Kätzchen sterilisiert. Ja. Und die. Hi. Oh, Baby. Kia, Servus, den nennen wir Alara. So, wir haben zwei Katzen adoptiert. Oh, Cutie. Bella ist in die Jahre gekommen. Oh Gott, nicht meine Kuh. Baby machen. Die will noch ein Baby. Oh, oh. Das ist nicht euer Bett. Seid ihr bescheuert? Na toll. Na, das habt ihr ja prima gemacht. Einfach während die Tochter da schläft, machen die sowas. Für zwei Essen. Woo. Ich glaube, wir reisen mal ins Reich der Magie. Betörung, Zorn, überaus charmant haben wir noch nicht. Okay. Und jetzt kann es wieder heim.
Tina putzen. Tina scheren. Können wir das? Na, oh, wie süß. Oh, she pregnant. She very pregnant. Warte mal. Hier. Zweites Trimester. Oh, wie süß. Oh mein Gott, ich raste aus. No. Guck mal, wie süß die da schläft. Oh, cute. Oh. Oh no. Die Wehen, die Wehen. Was es wohl wird. Es ist ein Mädchen. Jenny. A pleva zaffle, a berry. Oh. Lina ist in die Jahre gekommen. Bella ist in die Jahre gekommen. Leute, ihr könnt mir doch nicht wegsterben. Selbst mein Lagerraum ist bald voll. Hilfe. Oh. Es ist ein Mädchen. Luna. Kukuroo. Yay. Da könnte man Yoga machen. Und... da machen wir mal Fahrräder hin. So, dann machen wir so ein Ding mal dahin. Würde ich sagen. Oh wow, wir haben ein Geschenk bekommen. Der Süße. Moment. Wir haben doch hier Fell. Junge, wie süß ist das Cottage Pie, der uns geschenkt. Cuteness. Nimm mal das ganze Fell hier. Man kann auch Tierkleidung bitten herzustellen. Kuh. Kuhglocke. Oberst. Oh no. Der Sensenmann holt Otis. Oh no. Hugh. Der Typ ist so gruselig. Es wird nun Zeit für Lina, die Weiten des Wiesen. Lina! Nein!